Ihnen recht herzlich begrüßen im Namen der verschiedenen Veranstalter. Die will ich jetzt vielleicht gar nicht alle vorlesen. Aber vielleicht insofern kurz sagen, warum ist das heute am 6.6., wo wir Ferien sind. Es ist am 6.6. deswegen, wir haben ja eine Veranstaltungsreihe mit Lehrern, die übrigens alle sehr viel voller waren als heute, bedauerlicherweise. Aber der 6.6. vor 25 Jahren ist das Datum, wo die Israelis einmarschiert sind und seit 50 Jahren, wie Sie vielleicht wissen, Palästina besetzt haben, auch damals noch den Sinai, die Golanhöhen und anderes. Und diese ganze Veranstaltungsreihe dient ja sozusagen der Erinnerung, 50 Jahre Besatzung, ohne Teilungsbeschluss oder Balfour-Deklaration vor 100 Jahren. So viel dazu und Sie wissen vielleicht gelegentlich aus dem Fernsehen oder aus der einen oder anderen Veranstaltung, dass sich seit eben in 50 Jahren im Grunde genommen nichts geändert hat. Im Gegenteil, es passieren nicht nur die generelle Unterdrückung, wie das so in solchen Situationen ist, sondern es passieren jeden Tag Hauszerstörungen, Leute werden ohne ins Gefängnis geworfen, mit einer Militärrechtsprechung in der Regel jedenfalls. Also derzeit sitzen ungefähr 6.500 in den Gefängnissen. Es werden Häuser zerstört, es wird Land genommen, es werden Olivenhäuser zerstört, etc., etc. Ich will das alles gar nicht ausführen, sondern wir wollen ja ein Konzert hören. Aber das ist ein bisschen der Hintergrund. Und wir haben hier eingeladen, weil er vor anderthalb Jahren ja schon mal hier war, hier übrigens einfach ein volles Haus, weil wir haben jetzt einer aus meinem Bereich, wir beschäftigen uns normalerweise, also die Veranstalter, mit der Westbank und auch mal mit Gaza, aber man vergisst häufig, dass es eben auch palästinensische Bereiche gibt, in den Lagern außerhalb von Palästina oder verstreut in der ganzen Welt. Und er ist unabhängig jetzt von dem Klavierkonzert eigentlich ein Repräsentant dafür, dass es eben Hunderttausende Palästinenser auch noch in Lagern gibt, wobei Lager, Sie werden das gleich in den Filmen auch sehen, das sind manchmal kleine Städte, so wie in der Vorstadt von Beirut und ähnliches. In einer solchen Situation, ist ja da groß geworden, wie Sie gleich sehen werden, hat er mitten in einer Kriegssituation, wir reden ja hier gelegentlich von Zivilcourage, wenn jemand eingreift in einer Situation und findet das toll und das wird mit Preisen belegt, man muss sich ungefähr vorstellen, das ist eine Zivilcourage ganz anderer Art, mitten im Krieg mit einem Klavier irgendwo hinzugehen, Klavier zu spielen, bis jemand kommt und das kaputt haut. Wir haben uns überlegt, bevor Sie etwa 19 Stücke endlich hören werden, dass wir einen kurzen, und zwar 5-minütigen Clip spielen, damit Sie einen kleinen Eindruck haben, wie jemand in einem friedlichen Land im Frieden groß wird und wie der Frieden allmählich kaputt geht. Das kennen Sie aus dem Fernsehen, aus den tagtäglichen Bildern, aber im Zusammenschnitt, wie eine individuelle Situation dazu führt, dass jemand dann in Deutschland emigriert und hier dann als Klavierspieler dann allerdings auch eine ziemliche Rolle inzwischen spielt. Ich kann nur sagen, wir begrüßen an der Stelle eben auch Ehan, der für uns das eher privat macht, weil eben in Erinnerung an die Besatzung, normalerweise spielt er gesponsert bzw. organisiert von einer Organisation, wie das immer so ist, von einem Management, nicht für so eine kleine Gruppe, sondern er reist von da nach da nach da. Und ich kann Ihnen sagen, er hat vor drei Tagen am Kirchentag vor 15.000 Leuten gespielt, also ein paar mehr als wir hier heute sind. Und er wird übermorgen in London spielen, vor auch ein paar Tausend. Also das sind immer volle Seele, er ist inzwischen ja europaweit, weltweit bekannt. Und damit will ich das auch weitgehend belassen. Ein Hinweis noch, Sie haben vorhin gesehen draußen, es gibt von ihm mittlerweile eine CD, die können Sie für 10 Euro kaufen. Das ist eigentlich auch ein Freundschaftspreis, normalerweise kostet sowas auch ein bisschen mehr. Und vielleicht ein letzter Hinweis, wo habe ich es noch? Machen Sie bitte, sofern Sie sowas mithaben, Ihr Handy aus, wie das immer so mit so Konzerten ist. Und dann kann ich vielleicht noch darauf hinweisen, die gesamte Veranstaltung können Sie sich irgendwann auch mal auf YouTube angucken. Wir haben hier nämlich auch den Film, den Begleiter von ihm. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich den Namen wahrscheinlich drauf habe.
Der Kameramann, der einige seiner Filme, da hinten sitzt er, den grüßen wir auch besonders, und der wird auch diese gesamte Veranstaltung heute filmen und dann anschließend auf YouTube stellen. Und deswegen sage ich jetzt mal erstmal viel Spaß, viel Vergnügen und vielleicht können wir diesen fünfminütigen Film mal abfahren. Ein wenig. Ich träume davon, unsere Situation zu ändern. Ich wollte Ihnen Hoffnung geben, ein Lächeln. Wir haben nichts, kein Strom, kein Fernseher. Wir haben unsere eigene Radioshow gemacht. Ayhan Ahmad, der Mann, der...